glaube ich. Ich habe diesen Song schon ein paar Mal aufgeführt, wurde davon schon auch schon als Nazi beschimpft, was ich allerdings nicht verstehen kann, aber Ironie ist natürlich manchmal ein bisschen schwer. Ja, also, erfordert eine Gehirnbindung mehr. Heißt Tagesschau, wie gesagt. Okay. Eine deutsche Hooligans, überfrühen seine Holland-Fans, hey, ist es nicht toll, ein Deutscher zu sein. 20 Junior-Morde, das stört doch kein, das gehört hier zum Allgemeinen, hey, ist es nicht toll, ein Deutscher zu sein. Und der Kanzler Helmut Kohl sagt, hey, zum Volkstion, ja schon, ist ein alter Text, er ist es nicht toll, ein Deutscher zu sein. Ich bin stolz, ein Deutscher zu sein, denn Deutscher zu sein, das ist natürlich fein. Ja, ich bin stolz, ein Deutscher zu sein, denn Deutscher zu sein, das ist natürlich fein. Jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Könnte man jetzt noch, da könnte man immer wieder Zeilen einfügen, so von Erlebnissen, die das, die ja, das so. In Hamburg auf der Reeperbahn hat man einen Flieger davon. Ist es nicht toll, ein Deutscher zu sein? Da habe ich mal einen Freund gefragt, ob man das auch singen darf mit dem Reger, und er meinte, sing das ruhig, Olli. Ja, das fällt mir nicht ohne ein. Machen wir einfach mit vor. Ja. Ja, ich bin stolz, ein Deutscher zu sein. Denn Deutscher zu sein, das ist doch tierisch fein. Ja, ich bin stolz, ein Deutscher zu sein. Denn Deutscher zu sein, das ist doch tierisch fein. Nun frage ich mich, wo war die Polizei? Die war natürlich überall dabei. Ist es nicht toll, ein Deutscher zu sein? Zum Wetter nun, in Deutschland soll es regnen, was macht es schon, ey, ist es so toll, ein Deutscher zu sein. Ja, ich bin stolz, ein Deutscher zu sein, denn Deutscher zu sein, das ist auch tierisch fein. Ja, ich bin stolz, ein Deutscher zu sein, denn Deutscher zu sein, das ist auch tierisch fein. Wer seid ihr stolz? Deutsche zu sein, dann müht doch schon mal, dass sie falsch schreien. Cool. In der linken Kneipe. Ja, wirklich. Und danach, nach dem Song, saßen die Leute an den Tischen und haben darüber diskutiert, ob das jetzt ein linker oder ein rechter Song war. Mit Aussagen wie, Leute, merkt ihr nicht, wie viel Ironie in dem Song ist, und andere Leute, kann ja keine Ironie erkennen, voll Nazi. Und wo ich dann irgendwann gesagt habe, ich kann das nicht live aufführen, weil das zu viele Leute einfach missverstehen. Und das traurig. Ist halt traurig, ja. Dass so weit gekommen ist. Also, so dass, und dabei ist Ironie nach meiner Meinung nach das, womit man am besten wirklich ausdrücken kann, was hier läuft. Schwarz-Weiß-Denken, ja. Links gleich gut, rechts gleich böse, ist eine gefährliche Sache, ist eine grobe Vereinfachung. Und vor allen Dingen, weil du bei beiden sagen kannst, sowohl Rechte als auch Linke, die haben alle eine Geschichte, die kommen alle, sind irgendwie erzogen worden aus dem Milieu. Und beides ist manipulierbar und beeinflussbar. Und dann sollten wir Linken und die Leute, die Bewusstsein haben, eben versuchen, hey, wir versuchen die zu verstehen, die reden zwar Scheiße und Müll, aber sind trotzdem noch Menschen, auch wenn sie wie Monster behandelt werden. Und wenn wir selber die auch wie Monster behandeln, dann werden sie sich auch wie Monster verhalten, du. Dann werden die also, so, diese Erfahrung habe ich gemacht.